Grüezi, Servus, Grüß Gott oder Moin, wie man hier in Hamburg sagt. Hier ist der Frei-Raus-Podcast. Mein Name ist Christo Förster. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst in dieser Folge. Es geht in dieser Folge wieder mal um das Thema draußen übernachten. Wie funktioniert das dieses Jahr? Was ist überhaupt möglich in einer Zeit, in einem Sommer, in dem wir nicht ins Ausland können werden, vermutlich. Vielleicht gibt es kleine Ausnahmen, aber größtenteils wird unser Urlaub werden, wir unsere freie Tage ja, hier in unseren Gefilden verbringen. Und jetzt stellt sich für viele immer mehr die Frage, wie machen wir das? Gestern in der Folge habe ich schon drüber gesprochen, über diese Idee des Jedermannsrechts für Deutschland. Da gab es diesen Kommentar in der Zeitschrift Die Zeit, der dieses Jedermannsrecht eingefordert hat für Deutschland, also das Wildcampen. Und ich habe gesagt, na, ich glaube nicht, dass das so die richtige Lösung ist. Habe ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie man vielleicht doch schöne Zeltplätze, schöne Campingplätze finden kann. Das war einmal die Seite OutScout, dann die Trekkingcamps, die es mittlerweile in Deutschland, im deutschsprachigen Raum auch immer mehr gibt. Und ich hatte noch einen Reiseführer, einen Campingführer empfohlen, der ja, so ein bisschen abgelegenere oder besondere Plätze verzeichnet. Campingglück heißt er, hieß früher Cool Camping. In der heutigen Folge möchte ich aber nochmal auf weitere Möglichkeiten zu sprechen kommen, die wir meist nicht so auf dem Zettel haben. Und zwar die Möglichkeit, privat irgendwo zu übernachten, privat ein Zelt auf einem Grundstück aufzuschlagen. Und zwar völlig legal. Ich habe dafür einen Gesprächspartner heute, das ist Hans Salmen. Hans bekleidet in der Outdoor-Szene jetzt keine besondere Funktion, sondern ist einfach jemand, der sich auch seine Gedanken macht, der einfach irgendwo wohnt. Und ja, Hans hat eine ganz besondere Begegnung gehabt und sich daraufhin sehr intensiv beschäftigt mit diesen Möglichkeiten, die es gibt, eben auf privatem Grund auch zu übernachten und ein Zelt aufzuschlagen. Ich finde die Gedanken, die Hans zu dem Thema hat, total gut. Lass uns direkt mal reinhören. Ja, schön, dass du Zeit hast, dass wir ein bisschen quatschen können. Ich habe dich ja jetzt ganz schön überfallen mit der Anfrage gestern. Auf jeden Fall. Ja, ich habe gedacht, was kommt jetzt da, ey? Ja, nee, ich finde es. Der ruft bei dir zu Hause an, das ist ein Ding. Ja, nee, ich finde es super spannend, weil das ja gerade so doch weil viele bewegt, so dieses Thema, ne? Erzähl mir erstmal kurz, wo du eigentlich wohnst, wie das da so aussieht, wie sich das darstellt und was du da erlebt hast jetzt an einem der letzten Tage, auf wen du da getroffen bist. Also ich wohne im Westerwald, das ist nördliches Rheinland-Pfalz, Grenze zu Nordrhein-Westfalen und wir wohnen hier auf dem Hof, das ist ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb, mittlerweile nicht mehr, aber wir haben halt hier drumherum so 3 Hektar Wiese, also ist schon noch was. Und man hat hier echt einen tollen Ausblick ringsrum. Hinter uns ist ein bisschen Wald und vorne rum kannst du echt richtig schön weit sehen. Also ist schon eine nette Gegend hier. Ja, und jetzt irgendwann abends komme ich ins Wohnzimmer, da steht meine Frau am Fenster mit dem Feldstecher. Und das ist nichts, was sie sonst öfters macht. Also habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Na, und dann sagte sie zu mir, ja, guck mal hier. Da draußen, da steht einer schon seit einer halben Stunde auf der Wiese mit einem Buch in der Hand. Na, und ich gucke und ja, da stand von Weitem dachte ich, es ist ein Mann mit einem Buch in der Hand und guckte sich immer um und guckte hin und her und denke ich, okay, lernt vielleicht was, braucht ein bisschen Ruhe für sich und nutzt unsere Wiese, um zu lernen. Ne? Und der stand nach einer halben Stunde immer noch da. Und dann dachte ich mir doch, das musste mal hingehen und mal nachhören, was denn da los ist, ne? Und bin halt raus und habe dann schon von Weitem gerufen, ob ich irgendwie helfen kann, ne, ob es irgendwie ein Problem gibt oder so. Na, und dann kam eine Frauenstimme zurück, sie wäre nur was am Malen. Na, und denke ich, okay, was malst du denn da? Ja, hier eure Gegend male ich, ne? Hier eure Aussicht, euren Hof und den Wald. Und dann war sie direkt so ein bisschen eingeschüchtert und sagte, naja, und sie hätte da oben am Waldrand ein Zelt stehen, ob das denn hier unsere Wiese wäre. Und dann sagte ich, ja, ist unsere Wiese. Ist aber kein Problem, also kannst gern da bleiben. Ja, und daraus entstand dann eigentlich ein bestimmt halbstündiges Gespräch. Es wurde dann irgendwann dunkel und meine Frau hat mich wahrscheinlich dann irgendwann auf die Vermisstenliste gesetzt.
Ja, war auf jeden Fall eine nette Begegnung. So, und sie war wandern da oder was hat sie gemacht? Sie war wandern, genau. Wir wohnen hier an so einem Zuweg zu einem Wanderweg. Ich glaube, Siegsteig heißt der. Und momentan ist hier echt wirklich was los. Also die Leute sind halt ja gerade alle viel draußen, viel im Wald, viel unterwegs. Und sie hat dann die Nacht dort verbracht, nachdem du gesagt hast, es ist auch alles in Ordnung und war dann nächsten Morgen wieder weg oder hast du sie nochmal gesehen? Genau, sie ist dann hat die Nacht dort verbracht und sie sagte dann, ja, sie wird dann gucken, dass sie früh morgens aufbricht. Und ich glaube, ich bin um 9 Uhr raus und da ging sie gerade oben am Waldrand mit allem Sack und Pack, ging sie gerade entlang. Ja. Und du hast dir dann die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn ich hier meine Wiese möglicherweise vielleicht sogar anbiete, ne? Dass das ermögliche eben Menschen, die hier vorbeikommen, da zu zelten. Und hast dann so ein bisschen angefangen auch mal zu recherchieren und zu überlegen, wie geht das eigentlich, wenn ich das machen wollen würde? Ne? Oder wie kann man das auch, das ist ja die nächste Frage, wie kann man das auseinander dividieren? Sind das nun wirklich so nette Begegnungen oder nette, respektvolle Menschen wie sie, die du da getroffen hast? Oder sind das dann auch vielleicht mal andere? Ne? Richtig, genau. Also ich meine, ich bin selber auch jemand, der, sag ich mal, gerne draußen ist und auch, auch durch deinen letzten Podcast auch auf diese Mikroabenteuergeschichte so ein bisschen aufmerksam geworden ist. Ich bin jetzt aber nicht unbedingt der Typ, der sich direkt mit der Plane in den Wald schlägt und da übernachtet. Ich glaube, ich bräuchte so eine Zwischenstation. Ne? Und da habe ich schon früher mal bei geguckt, ob es da was gibt im Internet, ob es da Plattformen gibt, wo man jetzt nicht unbedingt direkt auf dem großen Campingplatz, das ist auch nicht das, was ich möchte. Na, ich will schon gern nah an der Natur sein, na, aber so ein Zwischenschritt halt. Na, und da bin ich nicht fündig geworden. Vielleicht habe ich auch die falschen Suchbegriffe da eingegeben, aber da wurde ich nicht fündig. Na, und dann ja, habe ich mir jetzt, als diese Begegnung halt war, wieder die Frage gestellt und dachte halt, okay, scheinbar gibt es auch Leute, die bei dir hier in der Gegend unterwegs sind und vielleicht auch sowas suchen. Und da habe ich mir halt ja die Frage gestellt, was da irgendwie dazugehört, was muss man da ja einfach für Rahmenbedingungen im Blick halten, damit das funktionieren kann. Und hast du Antworten bekommen mittlerweile auf die Frage? Ja, also zum einen habe ich tatsächlich über Facebook, über die Mikroabenteuer-Community auch ein paar Anregungen bekommen für Plattformen, die es tatsächlich auch gibt. Das ist zum einen, haben wir da Zelt zu Hause, ist eine der Plattformen. Da bieten Leute also über diese Plattform halt Privatgrund an, wo man halt nächtigen kann. Hier ist das dann auch zur Kondition, also ich sag mal so im Rahmen 5 bis 10 Euro muss man da pro Nacht rechnen. Und ja, das wird halt über diese Plattform verwaltet. Ich habe jetzt nicht so den Überblick, wie viele Plätze das sind, aber ich schätze, es sind so 50 bis 100 Plätze vielleicht auf Deutschland verteilt. Genau, und dann gibt es noch One Night Tent. Genau. Das ist wirklich dann eine Seite, wo Leute das kostenlos anbieten. Also das ist jetzt auch eine ganz simpel gestrickte Internetseite. Du hast da nur eine Karte und siehst dann auf der Deutschlandkarte halt, wo diese Spots sind. Klickst drauf und hast dann so eine Kurzbeschreibung. Also das ist jetzt alles ohne Bilder und so, ne? Wirklich ganz, ganz einfach gehalten, ne? Aber halt auch eine Möglichkeit. Ja. Je offizieller das dann wird, desto schwieriger ist das wahrscheinlich auch wieder mit irgendwelchen Genehmigungen, oder? Richtig, und das geht relativ schnell los. Ne? Du hast ja, sobald jemand dein Grundstück betritt und sich da auf deinem Grundstück, sag ich mal, nur eine kleine Verletzung oder irgendwie der stürzt oder sag ich mal, Leute sind auch mit einem Campingkocher unterwegs und machen irgendwie ein Feuerchen und so, da kann ja auch schnell mal was passieren. Und ja, dann brauchst du schon eine Haftpflichtversicherung, ne? Eine Haus- und Grundhaftpflichtversicherung. Da geht es dann natürlich schon direkt ins Finanzielle. Also das ist zum einen das, was man im Blick haben muss, versicherungstechnisch. Und das andere ist natürlich, wenn ich wirklich Geld dafür haben möchte, dann geht es dann natürlich auch in Richtung Gewerbe. Da muss man natürlich dann auch gucken.
Also am Ende wahrscheinlich doch dann zu aufwendig, um das im größeren Stil zu machen. Was ja schade ist, ne? Wenn es so Menschen gibt wie du, die sagen, ach Mann, eigentlich kann ich mir das total gut vorstellen. Was wäre da so dein Rat vielleicht an die, die draußen unterwegs sind, wenn jemand bei dir mal klingelt und fragt, wie würdest du da reagieren? Ich sag mal, bei mir, wir haben ja eigentlich immer offene Türen, ne? Und bei mir kann jeder immer anklopfen und nachfragen. Ich habe eine große Wiese und wüsste nicht, warum ich das nicht zur Verfügung stellen sollte. Ne? Ich sag mal, das ist ja jetzt hier kein Riesentourismus, den ich hier erwarte. Ne? Wenn das ein paar Leute da im halben Jahr sind, dann können die sich gerne irgendwo ein Eckchen auf meiner Wiese suchen. Also das finde ich eigentlich total interessant. Ne? Würdest du das machen, wenn du unterwegs bist? Irgendwo mal klingeln vielleicht und mal fragen? Ja. Doch, das würde ich schon machen. Also ich habe jetzt für dieses Jahr hatte ich eine Fahrradtour geplant und habe zwar auch schon so die Campingplätze so ein bisschen im Auge, aber ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich da unterwegs bin, dass ich einfach auch mal gucke, wenn irgendwo ein Bauer ist, wo irgendwie ein Wirtschaftsgebäude dran ist, dass ich da also einfach frage, kann ich bei euch irgendwie mein Zelt aufschlagen? Also ich denke schon, dass die meisten Leute da eigentlich offen für sind. Ja, ist meiner Erfahrung auch total. Oft haben wir so das Gefühl, wir müssen uns irgendwie unsichtbar machen und dass möglichst keiner mitkriegt, wo wir sind. Aber im Gegenteil, also wenn man offen kommuniziert, ist zumindest das, was ich immer wieder erlebt habe, wird man eigentlich nie enttäuscht. Es sind immer, immer aufgeschlossene, offene Menschen auch und zum Teil dann auch sehr nette Begegnungen. Ne? Also wie du es auch erzählt hast jetzt mit der Frau, die da bei dir war. Ihr habt eine halbe Stunde gesprochen darüber, was sie da malt. Das hast du wahrscheinlich am Morgen des Tages auch nicht gedacht, dass du am Ende des Tages so eine Begegnung noch haben wirst. Nee, das war echt eine nette Geschichte, ne? Und wir haben uns wirklich über Gott und die Welt unterhalten, über nachhaltiges Leben und keine Ahnung was. Also wirklich, sowas erwartet man nicht unbedingt und ich fand das sehr nett. Ja, nichtsdestotrotz werde ich diese Sache auf jeden Fall im Auge behalten. Ich muss natürlich überlegen, was kämen da für Kosten auf mich zu, wenn ich das wirklich mache, ne? Sprich Versicherung, Gewerbesteuer, ne? All sowas. Aber also was mir wirklich vorschwebt, wäre jetzt wirklich nur eine Ecke für 3 bis 4 Zelte, also wirklich ganz was Kleines. Ne? Weil sobald du da irgendwie was Größeres machst, finde ich, verliert das auch seinen Charakter. Ne? Du willst ja schon irgendwie möglichst nah an der Natur sein und wenn du dann, weiß ich nicht, einer von 30 Zelten bist, nee, das passt dann irgendwie nicht mehr. Nee, dann bist du auch am Ende Campingplatzwart. Ja, und ja genau, und das will ich auch nicht. Also ich genieße ja die Ruhe, die ich hier bei uns habe, auch. Ne? Wir haben drumherum einfach auch, ja, wir haben keine Nachbarn und das ist eine total, ja, total nette Sache eigentlich, ne? Na, und natürlich möchte ich dann nicht irgendwie nachher Trupps von Jugendlichen haben, die dann nachts Disco machen oder so. Ne? Sondern einfach Leute, die die Natur schätzen und die eigentlich eher die Ruhe suchen. Ja, finde ich super, dass du das machst, dass du da so drauf bist. Und wenn ich mal im Westerwald bin, ja, oder an der Ecke da, wie heißt das? Siegerstieg? Nee, wie hieß das genau? Der Siegsteig ist der Wandersteig, genau. Ja, genau. Dann werde ich mich dran erinnern und dann werde ich nochmal deinen Kontakt rauskramen und mal bei dir vorbeikommen. Ja, gerne, jederzeit. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Ja, wäre schön, wenn es mehr solche Menschen geben würde, die ja diesen Gedanken haben, vielleicht ihr Grundstück, ihre Wiese auch zur Verfügung zu stellen für das Zelten. Und das ist tatsächlich so. Es gibt mehr solche Menschen. Deswegen hier noch einmal ganz kurz wiederholt bzw. zusammengefasst die Links, die Hans auch schon genannt hat. Und zwar ist es einmal One Night Tent. Ja, sucht einfach mal danach. One Night Tent. Und das zweite ist Zelten zu Hause, meine ich. Zelten zu Hause oder Zelt zu Hause. Ich gucke das einmal noch eben nach. Zelten zu Hause heißt es. Die Links schreibe ich euch natürlich wie immer nochmal in den Newsletter. Ist aber auch ganz einfach zu recherchieren. Der Newsletter kommt immer am Ende der Woche. Am Freitag kommt er raus und da sind alle gesammelten Links und Infos aus den Episoden der jeweiligen Woche nochmal drin. Dieser Podcast erscheint ja Montag bis Freitag jeden Tag. Wenn ich es nicht schon empfohlen hätte, würde ich hier auch nochmal das Buch von Wiegald Boning anbringen. Im Zelt heißt das. Wiegald Boning hat sehr, sehr viele Nächte am Stück im Zelt geschlafen. Ich glaube am Ende 200 oder waren es 100? Hab's gar nicht mehr genau im Kopf gerade. Und hat darüber ein Buch geschrieben. Ist sehr schön. Hatte ich schon mal im Newsletter drin jetzt. Aber für alle die das nicht gelesen oder nicht gehört haben, Wiegald Boning im Zelt.
Dann möchte ich noch kurz auf eine Frage antworten, die mich erreicht hat. Und zwar die Frage danach, ob das denn momentan möglich bzw. erlaubt ist, mit dem Wohnmobil irgendwo draußen zu übernachten. Und das ist es natürlich offiziell nicht. Das war es auch vor den Corona-Maßnahmen nicht und wird es vermutlich auch danach nicht sein. Also einfach draußen sich irgendwo hinzustellen, im Wohnmobil an den Straßenrand oder im Auto und dort zu übernachten, ist offiziell rein rechtlich nicht erlaubt. Wenn man jetzt irgendwie glaubhaft machen kann, dass man an dem Abend nicht weiterfahren konnte, weil man völlig übermüdet war und einfach irgendwo ein paar Stunden Schlaf brauchte, dann kann man da hier und da auch mal mit durchkommen. Es ist aber schwierig, wenn da ja draußen schon die Wäscheleine runtergeklappt ist und das Campinggeschirr ausgepackt ist, der Tisch steht und die Stühle, dann wird es ein bisschen kompliziert mit dem Erklären. Anders ist das natürlich auf offiziellen Stellplätzen oder Campingplätzen, das ist klar, aber die sind ja nun mal alle geschlossen momentan. Ich habe zum Beispiel sogar gehört, dass es gibt ja ein paar Leute, die dauerhaft in Wohnmobilen leben, dass die es ganz schwer haben gerade, dass sie aus vielen Gemeinden vertrieben werden, dass dort die Polizei kommt, in einigen werden sie wiederum geduldet, aber offiziell ist es natürlich auch jetzt in der aktuellen Zeit nicht erlaubt. Übrigens ehrlich gesagt genauso wenig wie das Übernachten in der freien Natur, ist zumindest meine Interpretation der Maßnahmen, der Regelungen. Denn wir dürfen nicht reisen momentan, es sei denn, es sind geschäftliche Reisen. Und ich glaube, nachts irgendwo zu bleiben und dann am nächsten Tag weiterzuziehen, ist letztlich natürlich auch eine Reise, wenn wir es ganz eng sehen. Insofern sollte die Sprachregelung für diesen Podcast sicher auch sein. Leute, lasst euch inspirieren, plant gerne, nehmt ein paar Sachen ins Auge, denn ja, wir werden in diesem Jahr sicherlich anders Urlaub machen, anders reisen als zuletzt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil es viele Möglichkeiten eröffnet, viele Chancen. Auf der anderen Seite höre ich auch immer wieder von Menschen, die gerade jetzt schon auch länger draußen unterwegs sind und auch mal eine Nacht draußen verbringen und da bislang eher auf Wohlwollen gestoßen sind, auch von öffentlicher Seite. Jetzt habt einen guten Tag und macht euch warme Gedanken. Wenn ihr selber auch Geschichten teilen wollt, wenn ihr Erlebnisse habt oder Fragen, dann schickt die gerne. Schickt die per E-Mail an freiraus@christoförster.com oder ihr sendet eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findet ihr dort, wo ihr auch die Anmeldung zum Newsletter durchführen könnt. Und zwar unter christoförster.com/frei raus. Und wer weiß, vielleicht findet ihr euch irgendwann dann auch in einer der Folgen dieses Podcasts wieder und füllt ihn so ein bisschen mit Leben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.